Freunde, wir haben uns heute mal einen ganz tollen kleinen Pokal oder Schale auf Fuß gezaubert, kann man sagen, wie man will. Wir haben dazu Pokal gesagt. Wir zeigen euch einfach mal, wie man das machen kann. Das geht ganz einfach. Bleibt dran. Viel Spaß. Wir hatten uns vor kurzem mal, manchmal so aus Resten eben, so einen kleinen Kerzenständer gegossen und eine Schale. Und man kann sich da auch verschiedene andere Sachen draus machen. Man muss ja nicht einfach nur eine Schale und einen Kerzenhalter machen. Wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie wir das gießen, mit welchen Formen. Wir haben jetzt hier diese Formen. Einmal den Kerzenhalter und einmal die Schale. Dann zeigen wir euch, aus welchem Material wir das gießen. So, wir gießen das Ganze dann jetzt, wie gesagt, mit so einer keramischen Gießmasse. Ich sage immer, das ist eine keramische Gießmasse. Sieht aus wie Porzellan oder Keramik. Das nennt sich Xyrarock. Ich verlinke euch das natürlich alles unter dem Video. Da kann man einfach nur Wasser zugeben und die ganze Sache einrühren. Man kann das aber auch noch einfärben. Ich nehme jetzt hier mal Deca-Color Matt. Tiefer halten. Noch tiefer geht ja nicht. Dann bin ich im Becher. Ja, jetzt sehen wir es. Und da macht man sich einfach ein bisschen was von dieser Farbe hier mit rein. Da könnt ihr jede Acrylfarbe nehmen. Machen wir jetzt hier einfach mal so einen Klecks mit drin. Und dann kann man das einfach verrühren und hat dann eben diese Farbe, die man reingemacht hat, also den Farbton hat man dann in dieser Gießmasse mit drin. Jetzt muss das erstmal ordentlich verrührt werden, dass da keine Kleckse, keine Klumpen mehr drin sind. Glitter. Und dann können wir weitermachen. Wenn wir jetzt da noch einen kleinen Pfiff reinmachen wollen, machen wir ganz zum Schluss noch mal ein bisschen Farbe rein und verrühren das aber nicht richtig. Dann bleibt das eventuell so ein bisschen marmoriert. Hoffst du. Hoffe ich immer mal, dass man so eine kleine Schlieren oder so hat denn mit der Farbe. Nicht dolle verrühren. Und dann können wir das in die Form einfüllen. Das ist schon wieder ein bisschen zu dicke. Ein bisschen Luft dran lassen hier. Komm. Wasser zumachen. Also nicht erschrecken lassen, wenn irgendwas mal nicht ganz funktioniert, dann müsst ihr halt gucken, dass er das wieder ausgebügelt kriegt. Ein bisschen Flüssigkeit dazu und dann geht das wieder. Genau. So, den Rest dann noch in den Kerzenhalter hier rein. Schöne Farben möchtest du machen. Richtig edel aus. So, hier nochmal drauf. Mach nicht zu viel. Ja, der Rand muss ja wenigstens. So, zeigt wieder zu viel. Die finde ich einfach zu schön hier, die Dose. Wieder Resteposten. Wieder der Resteposten, die Dose. Wir haben das Ganze dann jetzt aushärten lassen und schaut mal, wie toll das von innen aussieht. Mit der Farbe, die ich da noch so nachgemacht habe. Von außen sieht das cool aus. Es gibt immer mal ganz klasse Effekte, mal plus mal so ein Punkt oder sowas. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Grat. Das kann man einfach mit einem Messer oder mit einem Schleifschwamm oder Sandpapier abschleifen. Ich mache das mal kurz ab hier. Und auch hier unten an dem Kerzenständer hat man meistens so ein bisschen Grat. Das mache ich jetzt auch einfach so mit dem Messer glatt. So, und jetzt hat man entweder eine Schale und einen Kerzenständer oder man klebt das einfach übereinander und hat einen kleinen Pokal. Da kann man ja auch eine kleine Blume drin machen oder du kannst das als Schale auf den Tisch verwenden oder sowas. Muss man ja nicht als Pokal in dem Sinne nehmen, sondern einfach da was mit reinmachen. Also ich finde das so toll, dass man da so eine tollen Variationsmöglichkeiten hat, wenn man diese beiden Formen sich zulegt. Das sieht so cool aus. Hier hinten habe ich noch einen Kerzenständer gemacht, da hat mein Gießmasse wieder nicht ausgereicht. Ich habe einfach nur weiß gemacht und habe das so ein bisschen mit dem Stäbchen so versucht zu vermischen. Sieht doch auch cool aus. Passt jetzt hier mit dem Teil super zusammen. So, und jetzt machen wir einfach Kleber hier drauf. Bin die ganze Zeit am überlegen, was wir für Kleber nehmen. Theoretisch klebt der Uhu alles, also kleben wir das mit Uhu. Heißkleber ist jetzt noch nicht so eine gute Idee. Dafür müsste da das jetzt, wenn das aus der Form raus ist, noch wenigstens einen Tag trocknen lassen. Man merkt nämlich, wenn man das anfasst, dass da immer noch Feuchtigkeit drin ist. Und dann hast du mit Heißkleber Probleme, dann klebt das nicht so. Wieder irgendwie Feuchtigkeit ist, klebt das nicht so richtig. Uhu zieht ein in diese Masse und verklebt alles richtig gut. Also machen wir jetzt hier einfach Uhu drauf. Uhu Bastelkleber. Den kann man eigentlich für alles nehmen. Sehr für Gebisse. Für Gebisse? Hast du schon mal an die Bisse geklebt?
So, und dann muss man das natürlich dann richtig anziehen lassen. Wenn das mal nicht edel ist, ey. Das sieht richtig cool aus. Wer hat die Idee? Ach, weiß ich nicht, da kam so ein Wanderer des Wegs und hat gesagt, wollen wir nicht mal. Die Idee hast du gehabt. Sieht doch richtig cool aus, also war schon deine Idee. Manchmal hast du ja auch gute Ideen. Manchmal. Manchmal ab und zu. Manchmal Glück, dass du meine Ideen umsetzt. Ja. So, jetzt lassen wir es kurz trocknen. Jetzt soll der Pokal, wir wollten es ja als Pokal machen, nicht so einfach und schlicht daherkommen im Endeffekt. Wir wollen, dass das natürlich ein bisschen Prunk und Gloria dabei ist, Glanz und Gloria. Also machen wir noch ein bisschen Gold drauf. Dafür gibt es diese Metallpigmente, das haben wir schon öfter mal gezeigt. Diesmal mache ich nicht ganz so viel. Mache ich bloß eh mal die Pigmente hier drauf. Und dann diese. Weil die sehr ergiebig sind. Ja, diese Pigmentfix dazu. Das mache ich immer mit so einem Pipette. Oh, jetzt manchmal komme ich auch nicht mehr auf die Namen. Ja, man wird alt. Das ist ansteckend. So. Das war jetzt eine Anspielung auf meine Wenigkeit. Das ist eine Anspielung. Ansteckend. Wenn einer was vergisst, vergessen es alle. Aber wo wir jetzt überall schon mal drüber gesprochen haben, die vergessen alle ihre. Und die sind jünger. Und die sind noch viel jünger. Also brauchen wir uns, glaube ich, ja keine Sorgen machen. Nee. So. Muss man das hier bloß einrühren. Und dann hat man richtig tolles Gold. So, und dann wollen wir jetzt hier ein bisschen die Rosen, die hier so drauf sind, ein bisschen vergolden. Kann man jetzt mit dem Pinsel machen. Beim Pinsel habe ich immer das Problem gehabt, ich kriege die Pinsel hinterher nicht mehr sauber. Also nehme ich jetzt hier einfach bloß so ein Stäbchen und gehe einfach diese erhabenen Sachen hier ein bisschen nach. Verteile ein bisschen das Gold hier. Darf man natürlich nicht zittern. Also jetzt ja. Oder man mit dem Inka-Gold. Oder ihr nehmt so ein Inka-Gold oder diese anderen Wachspasten. Ihr könnt dann mit dem Finger drauf machen. Genau, da kann man jetzt überlegen, was man macht. Wir haben jetzt hier diese tolle Gold, das glänzt ja richtig schön. Also, ja, das sieht echt aus. Genau, deswegen wollten wir das jetzt hier drauf haben. Und auch die ganzen Punkte, die hier so sind. Schaut mal, so goldig sieht das dann jetzt aus. Also das Gold ist wirklich richtig cool und oben drauf habe ich einfach auch dieses Gold gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, das hier müsste auch noch goldig. Ich habe jetzt sowieso so viel Gold angerührt, also mache ich hier auch nochmal einen goldenen Streifen lang. Das sieht so cool aus. Wahnsinn. Richtig echt Gold aus, ja? Ja. Jetzt hast du es aber. Jetzt willst du es übertreiben, ja. Ich habe wieder viel zu viel angerührt, also muss noch ein bisschen mehr Gold dran. Da kommt jetzt hier unten am Fuß einfach noch ein bisschen was hin. Das Gold sieht doch wohl klasse aus. Ja. Wenn das mal nicht edel ist. Man hat immer hier so die Abgrenzung durch die nächste Etage, dass man da dann nicht drüber malt. Ja. Passt. So. So, jetzt wollte ich eigentlich hier auf diese Teil Steinchen draufkleben, aber wenn ich da jetzt, ich habe nur so eine goldene jetzt hier gefunden, wenn ich da jetzt goldene drauf setze, sieht natürlich nicht so prickelnd aus. Jetzt brauche ich hier einen anderen Platz, wo ich die hinmache. Kleber ein bisschen verteilen. Dann werden sie hier ringsherum geklebt. So, ich habe mir dafür so einen Strasssteinpickerstift genommen. Dann kann man sich die Steinchen hier hinsetzen, wo sie hin sollen. Na komm, ein bisschen mehr Kleber dran machen. Oh. Mhm. Das sollte jetzt nicht passieren. Abwischen. Da hinten stehen Tücher. Ja. Jetzt klebe ich erstmal die Steinchen hier. Der richtigen Seite natürlich. Steinchen ankleben. Ich habe dann jetzt hier unten auch noch eine Reihe mit Steinchen lang gesetzt. Hat mir noch gefehlt, habe ich mir so gedacht. Ist immer Geschmackssache. Der wird ja eigentlich hier Steinchen draufsetzen auf das Goldene, aber man hat ja da das Goldene schon. Da könnte man Silberne draufsetzen, aber muss man nicht unbedingt, weil das Gold schon da ist.
Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen. Man kann das ja dekorieren, wie man gerne möchte. Man hätte das auch einfach mit Farbe bemalen können, so wie wir jetzt hier das mit Weiß einfach gemacht haben. Jetzt seht ihr nochmal die einzelnen Teile. Einmal den Kerzenleuchter und einmal diese eine Schale, so ein kleines Schälchen. Und wenn man das zusammensetzt, das ist doch richtig edel. Also diese Formen, die ich da aus China gekriegt habe, die sind wirklich klasse. Und ich verlinke euch, wo ihr die Formen bekommen könnt. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und schönsten Sachen, die wir so finden und machen. Schöner Pokal. Da freut sich wieder jemand drüber. Ja, und ich bin stolz, dass es meine Erfindung ist. Deine Erfindung. Ja, hat gepasst.